Ich bin Single. Okay. Können wir Aufruf starten? Gegen wen soll ich denn spielen? Ja, ich habe jetzt immer Eintracht genommen. Und ich muss Wolfsburg. Ja, was heißt, du musst, du willst ja, ja wohl Wolfsburg nehmen? Dortmund. Ja. Ich natürlich, ja. Willst du Dortmund nehmen? Warum nicht? Mein Team ist eigentlich schon ganz gut. Mein Schüler auf der Bank. Und mit dem Borussium verfügt es sogar über ein vereinseigenes Museum. Das könnte eine Gelegenheit werden. Aber es sieht doch schon wieder gut aus hier. Ja. Ne? Schade. Motiviert. Ja. Was ist denn für dich so der unangenehmste Gegner in der Liga? Ja, ich denke schon natürlich Bayern. Okay. So, die sind halt einfach am besten besetzt und spielen auch so dominant. Aber dieses Jahr hätte man sie eigentlich mal knacken können, aber hat doch trotzdem nicht geklappt. Der beste Gegenspieler? Ja, als ich noch bei Köln gespielt habe, gegen Kevin De Bruyne, denke ich. So, das war mein direkter Gegenspieler. Also du hast Manndeckung quasi? Ja, also nee, nicht Manndeckung, aber man ist sich oft über den Weg gelaufen. Und wenn ich da mal den Zweikampf gewonnen habe, das war schon ein gutes Gefühl. Ah, du bist ja schon mit 9? Köln. Früher kannte ich auch wirklich den Verein noch gar nicht so, weil ich vom Dorf kam. Und da gab es für mich eigentlich nur den Dorfverein. Und hatte irgendwie gar keinen Bezug zu so einer größeren Mannschaft. Aber ja, als ich dann dorthin gewechselt bin, haben das natürlich schon viele gefeiert. So. Aber auch gesagt, dass es natürlich sehr schwierig sein wird und ob es das Richtige ist, in der Jugend überhaupt schon dahin zu wechseln. Ich hatte keine Kindheit und so. Und im Endeffekt habe ich aber nichts bereut und bin froh, so, wie mein Weg gelaufen ist. Okay. Und wie läuft deine Karriere so? Ja, ich bin mit 9. Habe ich Inline-Hockey gespielt? Ja, hart. Muss er abschießen? Oh, und er macht selber. Das war. Kann man ihn nur mit einem V stoppen? Muss ich jetzt auch mal mit mir schießen, auch wenn es nicht so gut ist, glaube ich. 55. Muss man probieren. Ah, ich liebe diese Ansicht, die ist schon krass. Das gefällt mir. Also hat er einen Flatterball versucht. Ja. Bist du zufrieden mit deinem FIFA-Stats? Ja, ich denke, ich bin schon mal froh, dass ich jetzt Gold bin. So die letzten Jahre. Aber Silber ist auch cool, so ein richtig krasser Silberspieler ist irgendwie cooler als so ein. Ja, das stimmt schon. Ich bin so einer, der nichts wert ist, natürlich. Ich habe auch nicht so keine besonderen Stats. Deswegen nimmt man sich selber auch nicht so oft, leider. Aber das ist natürlich bitter. Und kommt man dann noch über zum FIFA-Spielen? Ja, ich denke schon. Also man. Oh, Tor. Tor. Ich denke schon. Wir haben ja oftmals nur einmal am Tag Training. Da blieb schon Zeit genug, also zu zocken, aber. So, ich hab keine. Was ist? Achso, ich dachte, du wärst geknickt. Ich bin geknickt. Du bist geknickt? Ich bin geknickt. Wie lernt man denn so als Fußballer die richtige Frau? Das ist eine gute Frage. Ist das schwierig? Ja, bei mir ist das halt noch nicht passiert. Ich bin Single. Okay. Können wir Aufruf starten? Nein. Du warst ja. Jeremy Stockmodel. Ja, aber das war halt. Ist gescheitert. Ist gescheitert. War nichts. Nee. Und natürlich ist es schwierig, so die richtige Frau zu finden. Klar, viele sagen auch jetzt, du musst aufpassen, weil du Profi bist oder so. Aber ich denke, ich kann das so ganz gut einschätzen. Und ja, deswegen nehme ich auch nicht die nächstbeste. Okay, wartest du. Ja, und ich denke, man kann die Gefühle auch nicht erzwingen. Mhm. Mit wem müsstest du dich jetzt streiten im Team? Um den? Mit Didavi? Caligiuri, Didavi. Vielen. Also ich hätte, glaube ich, keine Chance. Oh, da fehlt die Technik. Leitet jetzt hier so einen Gegenstoß ein. Deine Schwester Anna spielt ja auch Profifußball. Ja, warum sie jetzt auch Profi ist, das weiß ich auch nicht genau. Aber hat die so gedacht, so, okay, was mein Bruder kann, das kann ja, ich auf jeden Fall auch. Ich denke, so ihr Interesse am Fußball ist dann schon durch mich gekommen, weil sie halt oft auch dabei war, wenn ich Turniere hatte oder so in der Jugend. Bayern ist auch. Ja, also sie hat auch in Köln gespielt. Und das war halt schon immer so witzig, dass wir zusammen dann beide im gleichen Verein gespielt haben. Und dass sie jetzt auch so diesen Weg jetzt eingeschlagen hat mit Bayern München schon, das finde ich auch sehr beachtenswert. Und ja, solange sie glücklich ist, sie lebt jetzt mit 18 schon in München, ist eigentlich auch ein großer Schritt. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Jetzt vielleicht.
Das ist einfach 2-2. Aber du laberst mich auch hier voll. Ja, das ist meine Taktik. Das ist, ich werde keine anfangen, jetzt zu antworten. Aber du musst auch so sehen, ich höre dir auch zu, ne? Ja, glaube ich nicht, aber das wird ja aufgenommen, zum Glück. Aber ich, was ist los? Krach einfach ein jetzt. Aber das ist gut verteidigt! Oh, Er wollte im Tunnel! Nein! Oh. Let's go! Ja! Aber Lachner, 2-0 Führung, das ist bitter. Aber jetzt auch hier natürlich unter erschwerten Bedingungen. Macht man dann so Abende auch, wo man wieder spielt? Oder? Ja, doch. Es gibt sogar auch, glaube ich, jetzt. Ja, oder? Ja, ich muss auch langsam taktisch werden. Ja. Trainingslager, kann man die PlayStation auch mitnehmen? In Zug? Auch. Ich habe so einen PlayStation-Koffer. Das ist ganz nice. So schlecht, was ich mache. 2-0 geführt, ne? Dann hast du mich voll gequatscht. Aber gönn ich dir. Danke. Heute Mittag war es ja nicht so gut. Ein gutes Spiel, danke. Hat mich gefreut. So, ihr könnt jetzt noch den Instagram und den YouTube-Kanal von Kickbox abchecken. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das gibt's nicht, ey. Ich hab einfach verloren noch.